Man geht heutzutage ins Konzert, weil man dort Verschiedenes erfährt. Erstens ist man nicht irgendwo und trotzdem nirgendwo. Man gilt als künstlerisch und doch solid. Wer ins Konzert geht, hat es schon zu was gebracht. Mozart, gut geübt, ist beliebt, weil er nie plötzlich in Gespräche kracht. Ja, der Wolfgang Amadeus hat sich noch beim Komponieren was gedacht. Jetzt sitzt man da und schaut herum auf das andere Publikum, gruppiert's im Geiste um. Und wenn das laute Tuten, Blasen, Fiedeln, Lärmen zu sehr stört, dann redet man sein eigenes Konzert. Übergehen wir die paar Leute, die den Mozart hören wollen. Man kennt sie dran, dass sie die Augen schließen, weil sie sich dann angeblich mehr konzentrieren. Frau Schmidt trägt heute Reseda, die Haut schaut aus wie Leder. Frau Meier trägt das Gelbe, seit Monaten dasselbe. Auch Herr Blau weiß genau, warum er im Konzert ist, nämlich wegen seiner Frau. Frau Stein trägt den Chinchilla, die Tochter ist in Lilla. Das Söhnchen, ach du Loser, ist heute ganz in Rosa. Nur Herr List blickt ganz trist, weil die Harfenistin in der Hoffnung von ihm ist. So schaut man rundherum im Saal und sammelt neues Material mit Kennerblick über Mozarts kleine Nachtmusik. Nur deswegen ist auch das Konzert ausverkauft und immer sehr begehrt. Dort drüben der Herr Mandl bespricht den miesen Handel. Frau Kraus ist mit Herrn Kober, das geht schon seit Oktober. Herr Schulz ist mit Soubrette, Herr Schwarz rennt zur Toilette. Herr Koch und Fräulein Griebe besprechen ihre Triebe. Herr Rauter schaltet weise sein Hörgerät auf leise. Herr Drechsel schreibt einen Wechsel, Herr Unger hat schon Hunger. Jetzt frage ich nur, wozu braucht man Musik dazu? Bei jedem richtigen Konzert ist Musik ein Fremdkörper, der stört. Mozart kann noch erträglich sein, auch Bach kann möglich sein. Hingegen Beethoven ist schon zu laut, auch Bruckner, Brahms und Gustav Mahler lenken ab. Und ich finde, mit Hindemith geht man auf jeden Fall schon viel zu weit. Ganz zu schweigen von Banausen wie Stockhausen oder Schönberg oder Eck. Die müssen weg, die sind nicht fein. Im Konzert will ich nicht schreien. Modern bin ich allein. Strawinski macht mich krank. Genau dasselbe gilt für Orff, dass der das Dorf. Drum, wenn man Modernes spielt, will kein Mensch mehr hingehen. Bis auf die Leute, die die Augen schließen, weil sie sich dann angeblich mehr konzentrieren. Doch nirgends ein Herr Mandl mit einem miesen Handel. Frau Stein ist samt Chinchilla daheim in ihrer Villa. Auch Frau Kraus bleibt zu Haus, statt die Scheidung zu riskieren, wie bei Bach und Johann Strauss. Herr Schulz ist längst zu Bette, statt aus mit der Soubrette. Es schaltet auch Herr Rauter sein Hörgerät auf lauter. Jedermann denkt dann dran, dass Musik auch protestieren und rebellisch wirken kann. Am Ende merkt man noch, oh Graus, Musik klärt auf und sagt was aus und stürmt das Haus. Aber noch haben wir ja Mozarts kleine Nachtmusik zum 112. Mal, dem Mozarts kleine Nachtmusik. Die Welt bleibt heil, die Kunst greift nicht ins Leben ein, im Gegenteil. Die Kunst soll niemand reizen, darin liegt ihr Reiz. Applaus allerseits. Man könnte den Eindruck haben, dass in den Liedern der 50er und 60er Jahre nur geblödelt wurde. Aber es gab auch Everblacks, die ganz konkrete politische Aussagen zu machen hatten. Über das Entstehen von Vorurteilen, ein leider noch immer brisantes Thema, berichtet das Flüsterlied von der Hexe.